Hallo bei Bildner TV und zur spiegellosen Vollformatkamera Canon EOS RP. Eins der technischen Herzstücke einer Digitalkamera ist ja zweifellos neben dem Sensor der Autofokus. Stellt die Kamera schnell und präzise scharf, kann schon fast nichts mehr schiefgehen. Wie man mit dem AF-System der neuen Canon EOS RP umgeht und wie man das Beste für die jeweilige Fotosituation herausholt, das erklären wir euch heute. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, euch hier bei Bildner TV begrüßen zu dürfen, eurem Kanal mit Tipps zum digitalen Leben. Heute geht es um die Canon EOS RP. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, heute geht es um den Autofokus. Und gleich vorweg, der Autofokus ist eine Sache, da ist Canon richtig gut geworden. Ganz früher, also wirklich ganz früher, hat Canon immer so den Ruf gehabt, nicht so richtig hinterherzukommen, hinter den anderen Kameraherstellern, vor allem Sony. Sony ist ja so der Platzhirsch, wenn man die Kameras so anschaut von Sony, die Consumer-Kameras, aber auch die Profikameras, die haben schon einen Wahnsinns-Autofokus. Canon liegt da nicht weit dahinter, muss man wirklich so sagen. Der Dual-Pixel CMOS AF, der zum Beispiel auch in der aktuellen 1DX Mark III, also der Supersportler-Kamera, verbaut wird, der ist super schnell, präzise, beherrscht Gesichtserkennung, Nachverfolgung, also all die Dinge, die man heutzutage von einem modernen Kamerasystem und einem modernen Autofokussystem erwarten darf. Das sieht man unter anderem oder vor allem dann, wenn man Motive in der Bewegung versucht zu verfolgen. Die RP und auch die anderen aktuellen Canon-Kameras sind in der Lage, Bewegungen super präzise nachzuverfolgen. Also wenn man als Autofokus-Methode nicht One-Shot, also dieses einmalige Scharfstellen und dann auslösen, sondern den Servo-AF aktiviert hat, kann man Motive nachverfolgen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden, das zeige ich euch alles noch. Nur vorab, das funktioniert super präzise. Funktioniert sehr einfach auch, also wenn man es mal eingestellt und verstanden hat, funktioniert sehr einfach. Und eben dieser Dual-Pixel CMOS AF, das ist eben eins der Hauptmerkmale, der funktioniert bei bewegten Motiven extrem gut, beim Fotografieren als auch beim Filmen. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil gerade beim Filmen habe ich es ja eigentlich immer mit bewegten Motiven zu tun. Und wenn ich da mal ein Motiv anvisiert habe, in der Schärfe habe, dann lässt die Kamera das auch nicht mehr los. Auch das schauen wir uns nachher nochmal genauer an. So, wie schaltet man jetzt den Autofokus ein? Ganz wichtig ist vorab natürlich, dass man hier vorne am Objektiv den Schieber auf AF für Autofokus stellt. Möchte man manuell fokussieren, also hier mit dem Schärferring am Objektiv, dann stellt man diesen Schieber ganz einfach auf MF. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, der Schieber steht auf AF. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten, auf den Autofokus Einfluss zu nehmen. Mal grundsätzlich vorab schauen wir uns mal das Kameramenü an. Im Kameramenü gibt es einen Bereich, halt, hier bin ich im falschen Bereich, hier in der roten Menügruppe, nur vorab, ich bin hier gerade im Kreativprogramm Programmautomatik oder Programmverschiebung. In diesen Kreativprogrammen, dazu haben wir übrigens auch ein Video gemacht zu den Aufnahmeprogrammen, schaut doch mal in die Playlists. Also ich bin in einem Kreativprogramm und dann habe ich kompletten Zugriff auf das Kameramenü, also es werden keine Befehle ausgeblendet wie bei den Automatiken. Also ich bin hier in der Programmautomatik und schauen wir uns hier dieses Menü mal an. In der roten Menügruppe im Bereich im Register 7, da sind Befehle, die sich um den Autofokus drehen. Auch hier in der Menügruppe 8 noch. Hier habe ich also die Möglichkeiten, den Autofokus zu beeinflussen. Dann gibt es noch hier hinten bei den Individualfunktionen einen Bereich Autofokus und auch hier sind nochmal Befehle, die sich direkt mit dem Autofokus beschäftigen. Also hier geht es um die Geschwindigkeit, um die Reaktion des Autofokus, wie der Autofokus zum Beispiel darauf reagiert, wenn irgendwelche Motive zwischen Kamera und Hauptmotiv kommen, also wie ablenkbar ist der Autofokus und so weiter. Also da gehen wir jetzt mal nicht groß drauf ein. Da empfehle ich euch unser Buch zur Canon EOS RP, das unsere beiden erfahrenen Autoren Kyra und Christian Sänger geschrieben haben. Da geht es wirklich bis ins kleinste Detail, nicht nur was den Autofokus anbelangt, sondern natürlich auch alles andere, was man zur Canon EOS RP wissen muss. Alles, was man für die praktische Fotografie mit der Kamera wissen muss. Unser Buch findet ihr in unserem Online-Shop. Den Link zum Shop findet ihr hier unten unterhalb des Videos.
Schaut es euch an, im Shop gibt es natürlich das Buch als gedruckte Version, aber auch als E-Book sowie als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. So, jetzt nochmal zurück zu den Einstellmöglichkeiten. Das Menü haben wir uns kurz angeschaut. Da sind viele Befehle drin, die sich um den Autofokus drehen. Aber hier im Video soll es jetzt mal um die offensichtlichen, schnell zugänglichen Optionen gehen. Die Kamera steht, wie gesagt, in der Programmautomatik. Sie ist eingeschaltet, der Schieber steht auf AF. Und jetzt drücke ich hier hinten auf die Taste Q. Die Taste Q bringt mir das Schnellmenü nach vorne. Ich habe also hier jetzt auf dem Bildschirm das Schnellmenü und ganz oben links ist der erste Befehl, der sich direkt um den Autofokus dreht, der heißt Autofokus-Methode. Und wie ihr hier unten seht, es gibt mehrere Methoden. Das hier ist Gesichtserkennung und Verfolgung und man kann, drückt man denn die Taste Info, auch die Augenerkennung noch aktivieren bzw. deaktivieren. Das ist die Methode, die ich eigentlich standardmäßig aktiviert habe, wenn ich denn zum Beispiel Leute fotografiere, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Street-Fotografie machen würde, wenn Leute in der Schärfe sein sollen. Dann benutze ich diese Augenerkennung, diese Gesichtserkennung nach für AF. Das ist dann die Methode meiner Wahl. Schauen wir uns mal die anderen an. Wieder Taste Q drücken. Hier bei der Autofokus-Methode. Die nächste Methode heißt Spot-AF. Die ist immer dann gut, wenn man sehr kleine Motive hat, zum Beispiel in der Makrofotografie und auf einen sehr kleinen Bereich fokussieren möchte. Dann haben wir die Methode Einzelfeld-AF. Ist etwas größer als Spot-AF. Dann haben wir hier eine AF-Bereich. Fokussiermethode, da ist praktisch ein kleiner Bereich mit ein paar Hilfsfokuspunkten ringsrum. Man sieht es ja schon an dem Symbol aktiv. Dann haben wir die Methode AF-Bereich Erweiterung Umgebung. Da wird dann der Bereich nochmal erweitert. Das ist zum Beispiel was, wenn ich Vögel im Flug verfolge oder so da, und die Kamera in der Hand halte und es nicht um statische Motive geht. Und zum Schluss habe ich hier AF, Messfeldwahl in Zone. Da erstreckt sich der Autofokus über einen sehr großen Bereich. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, im Bahnhof stehe und es fährt ein Zug ein, und da habe ich dann die Möglichkeit, hier den Zug ins Visier zu nehmen und zu verfolgen. Also wenn es um sehr große Motive geht, die also sehr viel von meinem Sucherbereich in Anspruch nehmen. So, das war jetzt die AF-Methode. Wobei, da fällt mir noch was ein. Ihr habt ja gesehen, je nach AF-Methode tauchen auf dem Monitor Markierungen auf. Es taucht eine Markierung auf oder mehrere, die mir zeigen, wo jetzt der Fokus sitzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie verschiebe ich die? Ganz einfach, zeige ich euch kurz. Hier, wir sind jetzt bei der AF-Methode, AF-Messfeldwahl in Zone. Wird angezeigt durch dieses Quadrat, diese vier Ecken. Wenn ich fokussiere und die Fokussierung klappt, dann taucht an der fokussierten Stelle eine grüne Markierung auf oder hier jetzt in dem Fall mehrere grüne Markierungen, die mir sagen, okay, hier ist jetzt fokussiert, hier, das passt. Jetzt möchte ich diesen Rahmen aber verschieben. Das funktioniert ganz einfach, indem ich hinten auf die Taste zur AF-Messfeldwahl drücke, hier hinten, drücke dann da drauf. Und dann kann ich über die Richtungstasten hier hinten, über dieses Multirad hinten, die Markierung nach oben, unten, links und rechts verschieben und habe dann eben die Möglichkeit, im Sinne meiner Bildgestaltung zu sagen, ich möchte jetzt den Fokus da hinten haben und nicht hier im Vordergrund, habe also dann die Möglichkeit, hier den Fokusrahmen zu verschieben. Und das funktioniert bei allen AF-Methoden, dass ich den Fokusrahmen verschiebe, ist also kein Problem. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich euch hier hinten diesen diese Funktion zur AF-Messfeldwahl erklärt habe. Das ist die ursprüngliche Methode, die es gab, als es noch keine Touch-Displays gab. Man ist es ja vom Handy gewöhnt, den Fokus einfach mit einem Fingertipp zu setzen. Das funktioniert mit der Canon EOS RP natürlich auch. Also ihr müsst hinten auf dem Monitor einfach nur antippen, wo ihr denn fokussieren wollt. Funktioniert ganz genauso und funktioniert natürlich viel schneller als über die Funktion zur AF-Messfeldwahl. Klar. Wie gesagt, jetzt waren wir bei den AF-Methoden. Jetzt schauen wir uns noch die Betriebsart an, die AF-Betriebsart. Ich drücke hier hinten wieder auf die Taste Q, um das Schnellmenü aufzurufen. Und hier an zweiter Stelle links ist der Eintrag für den AF-Betrieb, für die
Betriebsart. Hier gibt es zwei, nämlich OneShot und Servo. Eigentlich klar, OneShot dient dazu, ich tippe den Auslöser an, fokussiere mein Motiv mit der zuvor ausgewählten AF-Methode. Sobald ich den Auslöser antippe und die Fokussierung geklappt hat, ertönt dieser Piepton. Das heißt, die Kamera hat fokussiert, ich kann dann den Auslöser ganz durchdrücken und mein Motiv machen. Die Methode Servo AF, früher hieß sie Servo AF, jetzt heißt sie nur noch Servo, dient natürlich dazu, bewegte Motive zu fokussieren. Das in Verbindung mit der AF-Methode Gesichtserkennung und Verfolgung funktioniert wunderbar, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Dann kann ich wirklich Motive, die sich bewegen, auch mal schneller, mal langsamer werden, zuverlässig im Fokus halten. Der Vollständigkeit halber, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es ging ja jetzt in diesem Video ums automatische Fokussieren, aber man kann natürlich auch manuell fokussieren. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ich Makroaufnahmen mache, Nahaufnahmen mache, wo wirklich die super exakte Fokussierung ganz wichtig ist. Oder wenn ich zum Beispiel Videos mit manueller Fokussierung mache, das ist zum Beispiel in Interviewsituationen immer mal ganz sinnvoll, dass der Fokus dann nicht plötzlich anfängt zu pumpen, sondern dann stellt man manuell scharf. Und es gibt eine Hilfe, die die Kamera anbietet, dass ich eben die Schärfe nicht einfach nur über den Sucher oder über den Monitor kontrolliere, sondern sie hilft mir mit dem sogenannten Peaking. Das Peaking blendet an den Kontrastkanten eines Motivs, an Strukturen eines Motivs dort farbige Kanten ein, die maximale Schärfe haben. Das heißt, ich sehe also auf den ersten Blick anhand dieser farbigen Kanten, wo die Schärfe jetzt liegt. Das Peaking schaltet man über das Kameramenü ein. Hier, Kameramenü. Hier in der im achten Register Einstellungen für MF, also manuelles Fokussieren, Peaking. Das ist jetzt hier deaktiviert, weil ich die Kamera über HDMI an mein Studio-Equipment angeschlossen habe. Deswegen funktioniert es jetzt hier nicht. Also ich kann jetzt das manuelle Peaking hier nicht einschalten. Aber gut, in dem Fall müsst ihr mir es glauben. Sobald man die Kamera im manuellen Modus hat und das Peaking aktiv ist, dann kann man eben definieren, welche Farbe dieses Peaking haben soll oder diese Kontrastkanten haben soll. Und das hilft wirklich beim manuellen Fokussieren. So, nun solltet ihr einen guten Überblick über die Autofokusfunktion, zumindest die Basics der Autofokusfunktion der Canon EOS RP haben. Und ihr solltet euch zu helfen wissen, sollte mal ganz unvermittelt ein Action-Motiv auftauchen, das ihr schnell mit der Kamera verfolgen wollt. Es wird noch weitere Videos zur spiegellosen Vollformatkamera geben. Ihr erfahrt unter anderem, wie man mit der RP Filme und Videos macht, welche Aufnahmeprogramme es gibt. Und es gibt auch noch ein Grundlagenvideo zur RP, um so den ersten Überblick zu bekommen. Schaut einfach in unseren Playlists nach. Damit ihr in Zukunft nichts verpasst, abonniert ganz einfach unseren Kanal mit Tipps zum digitalen Leben. Ich freue mich, euch hier bei Bildner TV bald wieder zu begrüßen. Bis dahin, seid kreativ, habt Spaß mit eurer Kamera und bleibt gesund. Ciao.